Und da geht es weiter mit Fülüt. Wenn du das hörst, bist du im Inneren meiner Speicherbänke. Was? Lass dir Zeit. Das ist sehr viel auf einmal. Gut. Und kann man hier runter? Ihh, kann man da runterfallen? Hole Speicherdaten. Ok, but how is this even possible? Was kann man da machen? Verteidigen? Die Architektur, die du siehst, sind Daten. Meine Daten. Okay. Wenn ich am Stuhl angeschlossen bin, sehe ich genau das. Du nutzt eine frühere Version dieser Technologie. Einen Hirnwellenscanner statt einer direkten Neuralverbindung. Sieh dich. Hoppala. Tom, erkennst du die gelbe Säule da hinten? Das ist ein Langzeitspeicher. Das ist dein Ziel. So eine gelbe Säule. Alter. Aber diese Daten kannst du nicht alleine holen. Eines der Programme auf dem Holoband ist der Indizierer. Sie werden durch die netten grünen Wesen dargestellt, die umherlaufen. Hallo. Siehst du sie? Ja, die sind so süß. Hey, die Indizierer haben eine Aufgabe. Sie holen die Daten in der gelben Säule und bringen sie zum Zugriffspunkt für die Erinnerungen. Du musst ihnen helfen, sicher dorthin und wieder zurückzugelangen. Sobald sie alle Daten gebracht haben, werden sie vom Programm so übersetzt, dass du sie verstehst. Solltest du die Simulation verlassen müssen, ist das nicht schlimm. Nichts wird zurückgesetzt. Du kannst da weitermachen, wo du aufgehört hast. Okay. Aber ich will nicht verlassen, Simulation. Ich will zufällig laufen. Die Lücke ist geschafft. Aber jetzt musst du dich um die Sicherheitssysteme kümmern. Diese rote Firewall verhindert, dass du und deine Indizierer die Daten erreichen. Siehst du den grünen Lichtstrahl? Das ist der Entschlüsselungsstrahl. Er kann die Firewall zerstören. Du musst den Strahl nur auf die Schwachstelle richten. Nein, die schießen auf meine Kleinen. Fuck. Hör auf. Jetzt komme ich euch hier. Jetzt schwane ich euch ab, ihr Wichsers. Können wir aufhören? Jetzt brauche ich dieses Geschütz. Kann ich so ein Geschütz direkt machen? Ja, ich kann 5. Das System hat dich bemerkt. Jetzt wird es los. Feuer frei. Männer. Du wirst Verteidigungskonstrukte gegen die Sicherheitsmaßnahmen des Systems einsetzen müssen. Ha. Die Wächter des Systems werden alles tun, um zu verhindern, dass deine Indizierer mit den Daten zum Zugriffspunkt zurückkehren. Ihr dürft nicht durchschießen, ihr Wichses. So, hier ist noch ein Geschütz von mir. Warte, ich mach's da hin. Die schießen sogar auf mich. Seid ihr retarded oder was? Are you retarded? Lauft, schnell, geht zurück. Rettet die Daten. Ja. Bumm. Yeah, wie viel? 20%. 40%. Kommt her, Kinderlein. Das Konstrukt der Verteidigungsanlagen steht bereits. Ich mache euch mal noch mehr Dinger. Datenblock gefunden. Weiter so. Muss ich die jedes Mal so blöd rein einlagern? Ich muss Tab drücken. Dann auf E. Fucking Darm ist das. Muss ich scheinbar machen. 5 Stück haben wir davon. Ich mach denen mal doppelte Brücken, dass sie da schon da drüber kommen und nicht rumkrebeln müssen. Eindringling entdeckt. Ich hab deine dicke Mutter entdeckt. So. Eindringender Indizierer entdeckt. Ich bin kein Eindringender Indizierer. Ja, lauft. Meine kleinen Boys. Schön weiter. Gut, die werden alle abgeknallt. Renn. Wir haben schon 40%. Renn! Endspurt, komm schon. Wachbot leitet Löschung von eindringendem Indizierer ein. Nee, passt schon. Ja! 60%. Boom, 80%. 100%. Lauf. Verifiziere Erinnerungsdatei. 100%. Wir sind hier fertig. Wir haben jetzt einen Zugangspunkt zur nächsten Erinnerung. Okay. Tritt einfach in den Datenstrom, in dem die Erinnerung gespeichert war. Gut, ich mache ihn gut. Speicherdatenidentifizierung 0V-9AX0. Konvertierung in Audioformat. Beginne Wiedergabe. Die Dinge in Fahaba stehen nicht gut.
Mehrere meiner Leute wurden angegriffen, bespuckt und ohne Grund verhört. Alles läuft aus dem Ruder, aber wir können sie dazu bringen, uns zu vertrauen. Wir müssen nur einen von ihnen auf unsere Seite ziehen. Niemand darf erfahren, was ich vorhabe. Ich werde die Ausrüstung weit weg von Arcadia unterbringen. Der Ort dient auch dafür, Beweise verschwinden zu lassen. Zusätzliche Ortsdaten angehängt. Behelfsmäßige medizinische Einrichtungen unter der Plastik. Koordinaten heruntergeladen. Gut. Sehr schön. Gott, was ist denn das? Was ist denn da? Leute, was ist denn da los? Was ist denn da los? Musst du jetzt Rätsel lesen oder was ist das da? Ne? Ah, das sehe ich doch von hier, wie das funktioniert. Oh. Zack, Euler ist es. Ihr läuft es bestimmt da durch und schießt dann da vorne geradeaus. Gott, ist das einfach. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein einfaches Spiel gespielt habe wie diesen hier. Hm, wie diesen Spiel. Da vorne noch aufmachen. Alles einpacken, alles einsacken. Guck mal, da müssen wir um die Ecke schießen mit dem Eckenschießer. Wie kann ich ihn rotieren? Ah, mit, ja, mit Linksklick natürlich. Ich mache ihm doch scheiß ihm doch ständig in die Hose, weil ich beim Bauen nur rotieren statt zu setzen. Wäre ein Problem. Hä? Ich hab's falsch gemacht. So, jetzt aber. Okay, wir brauchen hier noch so einen weiteren Rotationsstab. Die Wächter sind schon da. Ah, da ist er. Das ist so einfach. Muss er direkt hier drauf. Ah, ne, er muss eins nach drüben. Warte kurz, ich leg den mal kurz ab und hol so einen anderen Stab. Staudamm. So. Jetzt sollte das passen. Genau. Jetzt haben wir noch 9 Stück. Gehen wir erstmal einen Weg und verbessern den dann. Kriegen wir jetzt noch irgendwie was? Ah, das sind noch welche. Sehr gut. Ich mache hier 2 hin. 2 von den Schussanlagen. Und dann haben wir hier noch Weg. Eigentlich müsste das so reichen, ne? Eindringling entdeckt. Nee. Gegenmaßnahmen eingeleitet. Nix da, Eindringling. Du Boboloch. Tschüss. Sehr schön. Die rasten voll aus. Hier drin werden wir bestimmt nicht angegriffen. Datenverletzung festgestellt. Leite Gegenmaßnahmen ein. Ich hole mal hier eins hin und hier eins hin. Und dann eben noch hier auf die Kante. Wachbord hat einen aktiven Eindringling entdeckt. Lauft! Lauft, meine kleinen Kellerasseln! Lauft! Ja! Regionai, sehr gut. Das sind direkt 80%, Leute. Das sind sogar 100. Ah ja, das sind 5, oder? 25. Der erste Datenblock. Gut, mach einfach so weiter. Dima, ich hab's im Griff. Das ist total einfach hier. Noch ein Datenblock. Jetzt fehlt nur noch einer. Dima, es ist erledigt. Wiederherstellung bei 100%. Verifiziere. Sieht gut aus. Wir müssen scheinbar hier warten. Du kannst den Datenstrom jetzt als für die Laberei zur nächsten Erinnerung nutzen. Damit wir uns die anhören können. Die Erinnerung. Speicherdatenidentifizierung. Genau das. 0J-2NN8. Konvertierung in Audioformat. Beginne Wiedergabe. Ich lade diese Erinnerungen herunter. Ich ertrage es nicht länger, Beichtvater Morton und die Kinder des Atoms anzulügen. Ich will einfach vergessen. Ich habe ihn gefunden. Ich weiß, wo der Schlüssel ist, mit dem man die Atomraketen im U-Boot starten kann. Oh. Beichtvater Morton glaubt, dass es seinen Leuten die Spaltung bringen kann. Atomare Vernichtung. Aber er ist unsicher, wie wörtlich er dieses Prinzip nehmen sollte. Ich kann nicht riskieren, dass er den Schlüssel findet und benutzt. Seine Leute haben mich zuerst als das akzeptiert, was ich bin. Allein der Gedanke, dass sie fort sind, schmerzt mich schon.
zusätzliche Daten angehängt. Ort Harbor Grand Hotel. Schutzraum. Code 485130. Okay. Ha. Man kann also die Raketen aus dem U-Boot starten. Das darf der Verrückte schon mal nicht wissen, sonst sind wir echt genuddelt. Du Nuffklettere, ei. Ei, Leute, wir gehen hier oben lang, Männer. Oh, fuck. Kann ich da durch? Oh, shit. Okay. Machen wir hier mal zuallererst auf. So. Und wir überbringen hier mal... wir bauen hier noch die eine kleine Brücke. So. Dann, was haben wir hier? Der Strahl geht nach da vorne weiter, sollte aber... Oh, da oben rein. Oder hier rein, das kleine. Dann bringen wir ihn erstmal hier rein. Mit einem Zerstreuer. Mit einem sogenannten Herr Stäuber. Aber wie? Wo? Warum? Wo ist das? Das stimmt da oben drin. Schacke. Ich will Strafe Jump. Ah, warte mal, rechts von hier eigentlich auch schon. Sag mal, willst du nicht springen, wenn ich auf Leertaste drücke? Ja, es geht doch. Hier haben wir ein... Wir sind noch eins höher. So. So. Also, was ist denn hier drin? Ah, da ist direkt der Zugang. Ach so. Damit können wir oben das Ding treffen. Die andere Verbindung. Beziehungsweise. Da müssen eigentlich nur zwei nach links. Ne? Ich glaube, die Dinger schweben in die Luft, wenn ich jetzt hier einen hinsetze. Und den hier wegmache und dann dahin mache. Die schweben einfach vor sich hin. Schön, schön. Okay. Das heißt, wir können die da einfach so lassen. Die brauchen kein Gegenstück. Hier haben wir ein weiteres. Das brauchen wir bestimmt auch gleich. Ich lager es mal ein. Jetzt machen wir hier wieder einen normalen Zweierweg, dass wir hier schnell drüber können. Wir können hier sogar einen Dreierweg draus machen. So, nehmen aber noch das hier drüben mit. Komm mit. Los. Wo läuft denn die, wo geht denn die Dinge hin? Schießt einfach da oben ins Nichts, ne? Ne, schießt einfach voll drüber. Dazu müssten wir jetzt wissen, wo hier drüben... Kann man hier auch speichern? Ne. Müssen wissen, wo hier drüben... Ist das auch da? Ah, das ist auch da oben. Okay. Ich würde sagen, dann klettern wir einfach mal hoch. Und gucken uns an, wie wir das umleiten können. Wir müssen nur ein kleines Türmchen bauen. Ist es hier? Ja, es ist hier. So. Und jetzt brauchen wir das da drüben. So. Und schon sind wir fertig. Haben wir hier noch irgendwo blaue Dinger? Da vorne stehen noch welche. Die holen wir noch, damit wir den Weg hier auch besser nutzen können. Was ist denn das hier? Hätte man hier einen zweiten Weg machen können? I don't think so. So. Ich glaube, hier die roten Dinger würden sich wieder aufbauen, wenn wir die ganzen Zerstäuber hier jetzt wegmachen. Nee, machen sie wahrscheinlich nicht. Obwohl, wir haben es noch nicht getestet. Weil dann könnten wir die auch als Wegplattform benutzen, damit die anderen schneller laufen können. So, jetzt sind wir gleich there. Dann sind wir dann auch schon durch mit dem Level hier. Hoffe ich doch. Mist. Mistiger Mist. Ich versuch's jetzt, ob man die anderen Dinge abmachen kann. Ich sehe ja keine anderen, oder? Sind hier in der Nähe welche? Sind da oben welche? So, eingelagert. Ich hoffe, dass die da drauf laufen können. Auf den Dingern.
sind immerhin noch zwei. Das könnte Warnung. Reichen. Datenverletzung entdeckt. Gegenmaßnahmen eingeleitet. Nein, keine Gegenmaßnahmen. Ach, geh doch weg. Jetzt konnte ich es ja gar nicht richtig machen, Leute. Fehlende Daten gefunden und abgerufen. Okay, es geht nicht so wirklich, wie ich das vorgestellt habe. Egal. Wachbot leitet Löschprotokoll gegen nicht autorisierten Indizierer ein. So, zwei haben wir hier hinten stehen, direkt an der Quelle. Eindringender Indizierer eliminiert. Hier noch zwei hin. Und dann direkt hier an unserem Ziel noch eins in die Mitte. Ja, komm. Wachbot leitet Löschung von eindringendem Indizierer ein. Also, wir haben 20%. Die laufen leider jetzt erst wieder los. Das ist ein bisschen schwach. Aber was soll man machen? Ich hätte mich vielleicht doch erst um die Dinger kümmern sollen, um die Abwehrgeschütze. Dann haben wir jetzt schon durch. Der ist stuck, oder was? Wachbot leitet Löschprotokoll gegen nicht autorisierten Indizierer ein. Haben wir hier noch irgendwo ein kleines... Ah, wisst ihr was? Ganz vorne habe ich eine Dreierbrücke gemacht. Die muss nicht sein. Oder hier könnte ich auch was wegnehmen. Eindringender Indizierer entdeckt. So, das passt schon. Obwohl die echt lange brauchen. Und deine scheint da echt zu hängen. Naja. Hopp, lauf. Starte Vernichtung des Eindringlings. Okay, es ist schon mal gut, dass wir hier zwei Geschütze stehen haben. Weg mit dir. Hopp, lauft. Meine kleinen Vögelchen, lauft. Okay, das wären dann die 100%, wenn die drei ankommen. Nicht autorisierte Indizierer gelöscht. So. Die sollten mal den einen killen, der da dumm rumsteht. Nett. Schießt. Oh nein. Warum ist denn das blöde Geschütz nicht angegangen, das eine? Das dauert doch jetzt Jahrzehnte, Leute. Wachbot leitet Löschprotokoll gegen nicht autorisierten Indizierer ein. Da kommt er angelaufen, der kleine Zwockel. Na, die anderen sind gerade angekommen. Wir sind jetzt bei 80%. Und jetzt müssen sie halt wieder zurück und noch eins holen. Wachbot hat einen aktiven Eindringling entdeckt. Naja, bla bla bla. Können die kaputt gehen, unsere Geschütze? Nee, ne? Oh Gott, ey. Ich würde ja gern vorspulen. Und der eine, dass der eine nicht läuft. Wachbot hat machst du einen aktiven Eindringling entdeckt. Okay, der fette Käfer. Statusaktualisierung. Eindringender Indizierer gelöscht. Oh nee, die haben mir auch noch gekillt, um Gottes Willen. Jetzt kommt Wachbot die kleine Mannschaft. Löschung von eindringenden Nein, nicht hängen bleiben. Indizierer ein. Nein! Ja, sehr gut, weiter. Gut, die zwei rennen jetzt durch. Ist gar nicht mal so leicht hier. Wachbot hat einen aktiven Eindringling entdeckt. Okay, das war's jetzt gerade. Also wir haben jetzt unsere Hoffnung da hinten in die kleinen Zwackel hier geteilt. Ne, der eine kommt. Indizierer entdeckt. Oder kommen die alle dann noch mit? Was mit irgendwas? Chillen die da jetzt nur drin? Ja, ne? Die chillen nur da drin. Okay. Lauf. Schießt. Schnell. Starte Vernichtung Aha. des Eindringlings. Die sehen ein bisschen aus wie von diesem einen VR-Spiel, wo man auf die ganzen Viecher ballert. Vollständige Erinnerung abgerufen. Das geht doch. Du kannst jetzt über den Datenstrom auf die nächste Erinnerung zugreifen. Speicherdatenidentifizierung 0H-3X0P. Konvertierung in Audioformat. Beginne Wiedergabe. Ich habe einen Notfallplan entwickelt. Falls Fahrhaber die Wahrheit erfahren oder trotz meinen Bemühungen allzu xenophobisch werden sollte. Ich weiß, welche Turbine Fahrhabers Kondensatoren versorgt. Eine Totmannschaltung würde dafür sorgen, dass sie dem Nebel und den Kreaturen darin ausgeliefert sind. Aber jetzt, wo es soweit ist, kann ich das wirklich tun. Dieses Ma
Massaker, das ich vorbereitet habe. Ich werde den Befehlscode aus meinen Erinnerungen löschen. Ich werde eine Kopie verstecken für den Notfall, aber nicht in meiner Nähe. Das Ding widert mich an. Läuft es jetzt immer noch? Zusätzliche Ortsdaten. Ah, es würde noch durchlaufen. Koordinaten für Todmannschaltung, Befehlscode und Windparkwartungsgebäude. Ja, sehr gut. Wo sind unsere Viecher? Wie kommt denn ihr darüber? Was geht da ab? Kommt das von oben? Ich glaube, das kommt von oben. Okay. Ich brauche Zeug. Da ist einer. Wir nehmen mal alles mit, was wir hier liegen haben. So. Es kommt von oben, ne? Oder doch von unten? Ne, es kommt von oben. Gut, dann machen wir erstmal das Ding hier auf. Wir brauchen ein kleines Gerüst. Ah, das ist schon mal dumm. Egal, können wir gleich wieder mitnehmen. So, let's go. Somit ist das offen. Nein. Hier drüben ist der nächste Block, der uns hilft weiterzuleiten, aber wohin? Müssen wir etwa mehrfach um die Ecken gehen? Wo ist denn das nächste? Ah, da. Ja, okay, da müssen wir einmal eins runter. Das können wir direkt mit dem Ding machen und nach da drüben. Genau. So. Gehen wir nicht einander. Ach komm. Naja. So. Und jetzt brauchen wir da drüben noch eine kleine Treppe. Und dann müssen wir nur noch 3 hoch, oder? 3? Plus 3? Ja. Und Jacques Chirac. Oh. Ich habe da gerade eine Unendlichkeitsgeschichte erschaffen. Jetzt. Bis in die Unendlichkeit noch viel weiter. Okay. Ich mach das immer wieder weg. Das scheint jetzt hier nicht. Kann ich den da so hinhalten? Nee. Gut. Wahrscheinlich müssen wir hier nach unten. Wartet mal, ich mache euch noch keinen Weg. Vielleicht brauche ich das noch für die Schaltung. Beziehungsweise, was heißt Schaltung für die Ding? Das hier würde dann direkt aufs Ziel schießen, nehme ich an. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja, das kommt hin. Das heißt, wir müssen nur da drüben den Strahl hinleiten. Also einfach nach hier unten. Ah, dann brauchen wir noch eins. Dann brauchen wir noch so ein Ding. So eins ist zur Seite arbeitet. Ich sehe aber keins. Ah, wartet! Haha. Ne, wir können es nach unten verlegen. Das habe ich nicht gesehen, dass da unten auch ein Weg ist, auf dem man laufen kann. Wow. Ja, okay. Alles gar nicht so schwer. Das ist direkt hier auf unserer Laufhöhe. Das heißt, wir müssen nicht höher wie der aktuelle Boden. So. Genau, da haben wir es schon. Okay, das ist ziemlich peasy. Das können wir da direkt von hier machen. Na, fast. Wir brauchen ja noch einen Block. Genau hier, ne? Ja. Und zack. Und jetzt müsste das eigentlich. Ja, hat funktioniert, okay. Jetzt müssen wir nach oben. Kann man hier direkt irgendwo hochschlappen, hochspringen oder sowas? Nein, hier nicht. Ich denke nicht, dass man hier unten lang gehen kann. Also mit den kleinen Krabben. Ich sag einfach Krabben. Ah, da können wir hoch. Opa. Das ist schon cool. Eine nette Abwechslung zu dem sonstigen Fallout-Kram.
Und dann bauen wir zuerst die... Warum sind die jetzt schon da drüben? Wie seid ihr jetzt darüber gekommen? Na, sag mir das mal. Ah, da unten sind kleine Durchgänge, habt ihr es gesehen? So, und hier machen wir einfach zwei hin. Eins dahin und eins da vorne hin. Und jetzt beginnen wir mit dem Weg. Wir machen einen Zweierweg. Okay, das reicht nicht, das reicht nicht. Wir machen erstmal einen einfachen Weg. Da vorne dann, hier eine einfache Verbindung. Und jetzt werde ich hier noch ein bisschen nachhelfen. Haben wir nicht noch irgendwo Zeug? Ne? Dann müsst ihr halt hier auf dem, da vorne, müsst ihr euch halt zusammendrücken. Jetzt bin ich gespannt, ob die Roboter wieder so viel Damage machen können. Denn jetzt ist der Weg perfekt. Los, keine Kellerasseln. Los, lauft. Ah. Bitte macht etwas schneller. Starte Vernichtung des Eindringlings. Peng, peng. Schade, dass ich hier nicht helfen kann. Das wäre cool. Einfach ein bisschen ballern. Los, lauft, lauft, lauft. Das sind direkt 5 Stück. Ne, es sind sogar 6. Ne, es sind 5. Sicherheitsalarm. Eindringen so, Nummer 1 festgestellt. Könnt ihr mal bitte etwas. Oh nein, eins ist schon tot. Ach kommt, Leute. Wisst ihr, wie lange wir laufen müssen? Warum sind jetzt hier vorne so viele? Bei den Kackvögeln und hinten nur gar keine? Wachbot ja. Leitet Löschprotokoll gegen nicht autorisierten Hallo. Indizierer ein. Und die wollen nichts machen, die Wachbots hier. Wollen gar nicht herkommen. Ich meine, gut, mir ist recht. Ist ja bitter, hier hinten jetzt noch was zu verlieren. Der erste Datenblock. Gut, mach einfach so weiter. Okay. Mach ich. Ich werde mich anstrengen, weiterzumachen und die Kellerasseln voranzutreiben. Gedächtniswiederherstellung jetzt bei 60%. Los, die Asseln. Lauft. Wo sind die andere Assel? Ist die schon durch? Oh Gott. Wurde die abgeknallt oder was? Ach, hört darauf zu flunkern, Leute. Eine muss noch durchkommen. Eindringender Indizierer entdeckt. Ich glaube, die Dinger stehen nicht gescheit. Wisst ihr was? Ich hole jetzt das da vorne links. Und baue es noch nach vorne. Genau das da hole ich. Die greifen ja eh nicht an die Dödel. Eindringling entdeckt. So. Und das setze ich direkt nach hinten. Und dann geht's aber rund. Ja, guck mal, die killen die echt. Die killen die einfach. So. Hopp, stirb, 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 stirb. Also. Und jetzt rennen. Wachbord hat einen aktiven Eindringling entdeckt. Guck mal, es ist nur einer. Der andere, die haben rumgechillt. Ich hab's genau gesehen. Die haben sich gar nicht bewegt. Lauf, 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 lauf. Renn, Assel. Renn, renn, renn. Die sind so putzig. Renn. Los, ich mach dir den Weg frei. Pam, pam, pam. Ja. Und wir können dann direkt durchgehen, haben wir eben festgestellt, das Gelabere geht weiter. Vernichtung des Eindringlings. Das sind 100% bestätigt. So. Gute Arbeit. Du kannst jetzt wie gewohnt über den Datenstrom auf die nächste Erinnerung zugreifen. Mhm. So, Trulla, dann lass uns mal hören. Speicherdatenidentifizierung. Oh Gott, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? A4K. Konvertierung in Audioformat. Beginne Wiedergabe. Bleib weg von mir! Hier. Was zum Teufel bist du? Ich bin's. Wir sind zusammen aus dem Institut geflohen. Ich bin dein Bruder. Ich habe keinen Bruder. Ich bin Nick Valentine. Ich sagen, und Nick. Niemand in meiner Familie ist ein Freak mit Plastikhaut. Du bist nur verwirrt. Lass mich dir helfen. Bleib mir vom Leib! Ich will dich nicht verletzen! Auf Wiedersehen, Bruder. Wiedergabe beendet. What the fuck? Der hat dich mit dem gebuchst. Der hat gebuchst. Mit Nick Valentine. Darf er das? Darf der das, der Herr? Ich
mache immer alles weg, dass wir hier volle Sicht haben. Das ja, Freunde, können wir erstmal zerstören. Ah, wisst ihr was? Die Folge ist voll. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.